Und willkommen zurück bei Zequid. Wir sind auf dem Weg, eine sonderbare Lieferung abzugeben. Im Zuge eines Nebenauftrags von Burg Hodenblut. Das hier ist der Hauptauftrag, den können wir erst ganz am Ende machen. Nein, den können wir eigentlich jetzt schon machen, aber den machen wir erst ganz am Ende. Ja, hier gibt es so viele Nebenaufträge, ey, das ist unmöglich. Ja, ich hoffe mal, ich kriege das alles in der Aufnahmesession durch. Wer guckt sich eigentlich den ganzen Scheiß die Zeit an? Ich meine, manchmal guckt sich doch jemand dieses Let's Play an. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Weil es eigentlich, um mal ehrlich zu sein, wirklich ziemlich langweilig ist. Aber egal. Wer seid ihr? Dein. Ihr seid alle tot, das ist auch schön. So, du bist auch tot. Du spaltest dich mal kurz. Ich weiß nicht, ob sich einmal gespaltene Leute wieder spalten können. Egal. So, hier ist der komische Händler. Hier sind irgendwelche Leute. Komm. Hier waren irgendwelche Leute. Na, wer bist du denn? Wacko, der reisende Krämer. Aha. Ah, feinste Qualität. Schaut nicht so besorgt. Die sind Gewürze, keine Drogen. Kommt und schnuppert den besten Pfeffer, den ihr diesseits in Ankaria erhalten könnt. Hier. Den ihr diesseits in Ankaria erhalten könnt. Was ist die andere Seite? Egal. Hier, die sollte euch angemessen für eure Mühen und lohnen. Pam, Flammenhaut, das brauchen wir unbedingt. So, Gold nehmen wir mit. Haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Wunderbar. So, jetzt, ja, wo ich einmal hier bin, mache ich gleich mal die Aufgabe. Von diesen dicken, fetten Dingsbums. Galadius der Breite. Oh Gott, das ist ein toller Name. Bitte seid so gut und holt mir meine Axt. Da brat mir einer einen Storch. Ich weiß zwar nicht warum, ich glaube nicht, dass er schmeckt, aber tut es einfach mal. Ich habe nämlich irgendwas vergessen. Was war es nur? Oh nein, ich habe tatsächlich meine treue Axt zu Hause liegen lassen. Entschuldigt, aber ihr seht so aus, als wenn man euch vertrauen könnte. Ich muss gleich in der Arena auftreten und muss mich noch vorbereiten. Bitte lauft schnell zu mir nach Hause und bringt mir meine Waffe. Ja, obwohl ich mit diesem Auftrag sicher unterfordert bin, nehme ich ihn an. Kloppter Botenbursche, den man einfach mal durch die Kante schicken kann. Ja, aber egal, wir machen das einfach mal. Unsere Laufgeschwindigkeit ist gerade nicht allzu hoch. Aber naja. Wir suchen also irgendwelche Äxte. Ich habe in der Arena selbst gab es auch noch einen Auftrag. Die Axt liegt in irgendeinem dieser Häuser. Ich glaube in diesen hier. Hallo. Axt des Galadius, nehmen wir mit. Mann. Eigentlich hätte der in der Zeit, in der ich da hingelaufen bin, auch selber hinlaufen können. Aber nö. Er muss sich ja noch vorbereiten auf den Kampf. Wie muss der sich denn bitte vorbereiten? Muss er sich von oben bis unten mit Öl einreiben oder was? Oder mit Senf? Egal. So, du stehst nämlich immer noch hier vorne rum und hast gar nichts gemacht in der Zeit. Da hast du deine Axt. Hab Dank, ich werde nach meinem Sieg auf euer Wohl trinken. Und wir haben Schildwald, das ist auch eine Rune, die wir unbedingt Welch brauchen können. Welch eine Arena. Dieser Typ hier, warte mal. Verschwinde, hier gibt es nicht für dich. Ich glaube, irgendwie hängt er mit irgendeiner Nebenaufgabe zusammen, aber ich weiß es gerade gar nicht. Na gut, wir sind ja bei der Arena, deswegen gucken wir uns die Arena gleich mal ein bisschen an. Wir könnten ja auch auf die andere Seite, aber wir können so viel angucken hier, das ist unmöglich. Ja, da ist ein Nebenauftragstypi. Ich guck mal kurz so ein bisschen rum. Hier sind noch ein paar andere Typis. Der ist entkommen. Diebespack. Nein, das ist ein böser Magier. Nee, ein Beschwörer, Entschuldigung. Aha, wie konnte ich nur. So, der ist hinüber. Garstiges Amulett der Flammen. Na gut, nehme ich es mal mit. So, und dann gucke ich mal, was hier hinten noch so ist. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Könnte aber gut möglich sein. Nö, hier ist eher weniger viel. Dann gucke ich mal, ob wir auf die andere Flussseite kommen. Das dürfte doch eigentlich möglich sein. Ja. Pam, bin ich hier drüben. Aber hier drüben ist auch nicht wirklich viel Tolles. Ja, eher mehr Langeweile. Ja, hier ist noch ein Friedhof. Oh ja, ein Friedhof. Wo wir gerade beim Friedhof sind. So, jetzt habt ihr das nicht mal weit.
Haha, dann gucken wir uns diesen Friedhof mal an. Ich mag ja Friedhöfe. Also eigentlich nicht im Real Life, sondern hier in Sacred mag ich die, weil da Haufen lustige Sprüche auf den Gräbern stehen. Zum Beispiel, und sie sprach, ich helfe dir. Und auch warte noch davor, egal. So. Westcar. Bestimmt irgendein Insider, tut mir leid. Wir haben hier... Das Spiel entschuldigt sich dafür, dass es uns leider nicht möglich war, an dieser Stelle ein Monster zu platzieren. Die NPC-Arbeitsmarktsituation ist im Moment als katastrophal zu bezeichnen. Kennen wir schon von dem ersten Kloster. AM, Tod eines Handlungsreisenden. Da habe ich mal einen Abschnitt draus gelesen, im Englischunterricht, glaube ich. The Death of a Salesman, oder so heißt es im Englischen. Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Paulchen, Mann. Der mutmaßliche Täter ist 2,50 Meter groß, ist 2,50 Meter bis 2,60 Meter groß, haarlos und kräftig. Er macht rücksichtslos von der Keule Gebrauch. Aha, na sowas. Dinky, Winky, Dipsy, Lala und Po, zur Hölle mit euch. Boah, ein Glück, dass es den Scheiß nicht mehr gibt, ey. Ach ja. So. Miau. Ihr geht mal alle schön drauf, das ist wunderbar von euch. Oh, ein schwacher Sog der Hölle, den brauche ich. So. Dann haben wir hier ein Grab noch. Ein Poink. Hier ruht er, schweigend tut er, bis in die Ewigkeit, wurde auch langsam Zeit. Ach, wie schön. So, gute Nacht, John Boy. Whatever. MRR, Tod eines Kritikers. Ist ein offizielles Buch? Ich weiß es gerade gar nicht. Mehr Licht. Mehr Licht. Ach Gott. Mehr Licht. Mehr Licht hier so schlecht. Aua. 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 Schüler des Johann Wolfgang von Goethe. Okay. Schnauze. Gott, oh Gott. Habe ich hätte nie von Whisky auf Martini umsteigen sollen. Wer auch immer Hobby ist. Dieser schöne Fleck ist reserviert für einen Endgegner. Aha. Na, davon haben wir ja einige. Ist hier drin der Gräber? Nö. Hier ist auch kein Grab mehr. Da unten sind noch ein, zwei Gräber. Gucken wir uns die auch mal an. Ach ja. Hinterrücks erstochen von Buford Mad Dog Tennen. Wegen eines Streits um 80 ankarianische Golddollar. Goldadler. Muss ich zugeben, da habe ich erst seit, boah, einem Monat ungefähr eine Ahnung, worum es eigentlich geht. Mad Dog 10. Also, wer es noch nicht getan hat, die Zurück in die Zukunft Teile sind äußerst empfehlenswert. Aber das sollte eigentlich allgemein bekannt sein. So. Seine Frage lautete, was mag dieser helle Schein bedeuten? Tja, das Licht am anderen Ende des Tunnels. So, okay, jetzt habe ich hier genug Dönikins gemacht. Dönikins, was ist eigentlich für ein Wort? Egal. Ich teleportiere mich mal wieder ganz geschwind auf die andere Seite dieses Flusses. Denn dort wartet nämlich ein Auftrag auf uns. So, nehme ich hier. Na, hier runter, dann da runter. Ach, hier muss ich den laufenden Typen wiederfinden, ne? Keltra hier, Gladiatorenmeister zu Hohenmut. Ich will meinen Minotaurus wiederhaben. Die verdammte Sklave ist getürmt. Ja, und hat sich ein Türmchen gebaut. Bringt ihn zurück und es soll euer Schaden nicht sein. Ihr seht aus, als würdet ihr nicht vor einem Kampf mit einem Minotaurus den Schwanz wie ein geprügelter Köter einziehen und davoneilen. Moka oder Mosa? Einer meiner Gladiatoren-Minotauren ist entlaufen. Vermutlich hält sich das Vieh irgendwo in den umliegenden Höhlen versteckt. Geht davon aus, dass ich diesen Auftrag erfüllen werde. Und wisst ihr, wo sich das Vieh versteckt hält? Das hält sich sonst wo versteckt. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber naja, wir haben ja Zeit. Ich habe hier heute nichts anderes vor, außer Sacred aufzunehmen. Das ist schon ganz in Ordnung. Ach ja. Ich guck gerade mal so ein bisschen nebenbei, ob sich hier draußen irgendein Nebenauftrag verbirgt. Ja, hier verbirgt sich ein Nebenauftrag. Da oben nämlich zum Beispiel. Und dann auch noch, hier ist ein Pferdehändler nur, das ist kein Nebenauftrag. Hier ist ein Stein, den gucken wir uns nachher noch alles an. Hier sind irgendwelche bekloppten Idioten, die mir auf die Nerven gehen wollen. Weil sie zum Glück unterlassen, das finde ich ganz cool von denen.
Aber ansonsten sind ja doch, hier ist auch noch ein Nebenauftrag. Hier ist ein Bettler. Ach ja, also es gibt echt viel zu tun in dieser Stadt. Ja, Schnauze, ich habe keinen Bock auf euch. Pam. Zerfetzen ist Feinscheide, der was auch immer, nehme ich mal mit. So. Jetzt muss ich leider... ich hasse diese Leute. Ich soll mir einfach mal von der Pelle gehen. Kann ich mich nicht irgendwo 30.000 Level hochleveln, dass die alle grau sind und mich nicht mehr interessieren? Egal. So, hier müsste irgendwo die Höhle sein. Genau, nämlich hier drüben. Genau. Da steige ich mal noblerweise ab vom Pferd. So. Was soll das denn? Ja, ach komm, ja, noch ein brennender Schatterriemen. Das habe ich jetzt gebraucht. Nee, mach mir nicht so viel Schaden. Hör doch auf damit. So, die sind alle tot. Das trifft hoffentlich bald auch auf zu. Tot, tot, tot. Und tot. Ja, ja, wunderschön, wunderschön. Du bist... naja, fast tot. Jetzt bist du tot. Wunderbar. So, dann haben wir hier oben noch einen Haufen Bossgegner am Start. Das ist nicht so toll. Vor normalem Schaden bin ich nicht gefeit. Du greifst auch noch den Minotaure an. Aber der greift uns jetzt nicht mehr an. Ach, geh doch mal weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Ich will mit dem Typen hier reden. Nein! Bring mich um. Greif mich an, greif mich an. Genau, greif mich an. Und nicht den Minotauren. Wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Das hier. Weil ich will nicht, dass der Minotaure drauf geht. Das will ich überhaupt nicht. So, du gehst bitte mal jetzt drauf. Danke. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, genau, jetzt teilt er sich auch noch. Na egal. Gibt extra Erfahrungspunkte, was soll's. Muss ich mal kurz am Schädel kratzen. Dann sammle ich meine ganzen Stuff hier ein. Und dann rede ich mal mit dem Typen hier. Mokka, der Ehrbare. Wie vertone ich jetzt einen Minotauren? Warte, bevor du Mokka niederstrecken. Ich bin Gladiatoris und Sklave, ja. Aber Mokka haben auch Recht auf frei sein. Niemals du mich bringe Leben zu brutales Meister der Gladiatoris. Aber wenn du voll mit Ehre lasse mich leben und bringe Herren des Gladiatoren dieses Schandzeichen. Ist Sklavenring. Sage, Mokka seien frei. Ja, bin ich dafür. Ne? Bei Minotauren finde ich im Allgemeinen ziemlich cool. Ja, lass mit dem hier stehen. Der kann ja sein Leben leben, wie er gerne möchte. Wir wollen ihm ja nichts vorschreiben. Und begeben uns mal auf den wunderbaren Rückweg zu seinem Meister, zu seinem ehemaligen Meister. Und drücken dem Typen den Sklavenring in die Hand. Der sieht übrigens, Ich habe den Sklavenring nicht aufgesammelt. Ich bin so doof. Nee, habe ich doch. Komisch. Eigentlich müsste er jetzt irgendwo bei den Dingen auftauchen, aber egal. Nein, jetzt sind die wieder respawned. Nein, das sind auch wieder Leute. Ich will weg. Die gehen mir so auf die Nerven, diese Priester. Man glaubt es kaum. Ja. Da ist übrigens auch eine interessante Kontroverse dazu im Lied von Eis und Feuer enthalten. Denn manchmal geht es, also, ich weiß jetzt nicht, ist das natürlich in der heutigen modernen Welt vielleicht etwas in den Hintergrund getreten, die Sklaverei. Obwohl sie bestimmt irgendwo in einigen Teilen dieser Welt noch existiert. Aber es ist ja manchmal wirklich so, wenn man sich jetzt mal vielleicht zurückdenken möchte, in andere Gefilde und andere Gegenden, also auch in andere Zeiten, dass es Sklaven unter Umständen doch manchmal wirklich besser ging als freien Menschen. Weil so als Sklave musst du natürlich deinen Herrn gehorchen und tun lassen, was der will. Aber du, sag mal so, hast immer noch deine Unterkunft und deine Verpflegung. Das hast du als freier Mensch manchmal nicht. Du musst dann trotzdem tun, was irgendjemand dir sagt. Das ist so eine Sache, also. Na gut, möchte ich auch gar nicht so viel drüber verlieren, aber, ne? Wir befreien einfach mal den Minotauren, weil der hat's verdient. So, ich wusste doch, dass er ankommt. Wunderschön, ihr seid alle tot. Und dann werden wir uns auch mal diesen Sklaventreiber hier vornehmen. Na du?
Du hast ihn laufen lassen und wagst es, mir seinen Sklavenring als Abschiedsgeschenk zu überreichen? Dafür wirst du zahlen, du Verräter. Stirb! Stirb! Du sagst es. Ja, dann sammeln wir mal den ganzen Mist hier ein und sehen uns dann hier in der Arena in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Tschüss.